Damit herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019 unserer Karriere mit dem kriselnden HSV. Ja, wir haben so Probleme mit unserem Winter, sind wahrscheinlich eher so die Sommerfußballer und jetzt geht's gegen Bielefeld und die sind wieder körperlich und das hat uns ja im letzten Spiel so ein paar Probleme bereitet gegen Sandhausen. Kräuter Fürth hat unentschieden gespielt. Ja, das ist schon mal positiv. Wenn wir da jetzt gewinnen könnten, wäre es auch positiv, denn Darmstadt hat am Wochenende auch unentschieden gespielt. Aber wir haben jetzt zwei englische Wochen hintereinander und uns fehlen ein paar Spieler. Rick van Drongelen in Gelb-Rot gesperrt, Pellegrini noch verletzt, Tavata, der Neuzugang, noch verletzt. Deswegen viele wieder hier in der Presse, vieles los in der Presse. Würde ich sagen, ihr seht schon, Danny da Costa ist gekommen. Und ich meine, das war es schon fast. Nee, stimmt gar nicht. Sarah Rehn-Basé, den habe ich relativ kostengünstig noch bekommen. Dann, wie gesagt, Tabata und was ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich habe hier noch ein bisschen verschoben. Lacroix in die zweite Mannschaft. Nare und Diekmeyer verliehen. Kakatuala, zweite Mannschaft. Weil ich sonst einfach zu viele hatte. Marvin Mehlen, Neuzugang und erstmal zweite Mannschaft, weil den per Laie keiner wollte. Unheimliches Potenzial. Aber wir haben da aktuell zu viel Personal rumfliegen. Ihn wollte ich kaufen, wollten die Bayern aber 3,2 Millionen. Das habe ich akzeptiert bei 1,5 Marktwert. Aber er wollte den Vertrag nicht akzeptieren. Da werde ich das sicherlich nochmal probieren. Er ist ein großes Talent für die Zukunft. Ist erst 19 Jahre. Hat mich zwar nicht so überzeugt, aber warum nicht? Zudem Kiprit ist schon wieder in der Reserve. Ist das richtig so? Jatta ist auch in der Reserve. Achso, weil die für ein Spiel dabei sind. Cianolo, habt ihr gesehen, dass ich den verpflichtet habe? Martin Dardai auch und dann sollte es gewesen sein. Wundert euch nicht, die spielen jetzt alle hier, weil die U19 spielt gegen SV Jena, also nicht U19 intern. Das heißt, die dürfen alle Menschen der Welt einsetzen und deswegen auch die Leute über 19 hier in der Elf. Also David, Kiprit, Jatta, Ferrati und Hatschikic. Jetzt aber zu dem, was wir eigentlich wollten, Arminia Bielefeld. Wir müssen gucken. Bissek ist ohnehin auch ein bisschen angeschlagen. Das heißt, Jung kommt rein, tauscht direkt mit Papadopoulos die Seiten. So hat man es auch in den Testspielen immer. Denen fehlt natürlich die Spielpraxis, aber das ist nicht so schlimm. Benjamin ist auch ein bisschen angeschlagen. Das heißt, da könnte jetzt... Ja, ist auch nicht viel fitter. Ist das doof. Der muss noch spielen, geht leider nicht anders. Ist ja der Einzige erstmal, der jetzt hier spielt. Jairo 92. Würde ich sagen, fangen wir mal mit Basé an. Erwin Hunt habe ich versprochen, dass er spielt. Neben ihm spielt aber Steinmann. Ito auf links macht Platz für Köhler, der ist ein bisschen fitter. Und Winsheimer kommt vorne rein für Weidand und Arp übernimmt den Knipser. Außerdem kommt Kiprit auf die Bank und Weidand bleibt mal nochmal zu Hause. Fitnessgründe. David ist in der Reserve und Reserve, Reserve. Gut, dann gehen wir so rein. Jupp. Fabian Klos, Max Christiansen, Florian Hartherz und auf der Bank Shiplock. Okay. Ja, Negativlauf beenden, interessiert wieder nur Fiete ab.
Nee, das ist doch zum Kotzen. Nur A motiviert, das ist echt ein bisschen peinlich. Ja, Markus Anfang steht kurz vor der Entlassung. Da wollen wir uns nicht einmischen. So, und Papadopoulos ist der Kapitän für heute. Hallo, du stehst schon wieder außerhalb der Coaching-Zone. Ich glaube, diesmal bin ich das sogar. Okay, krass. Ich bin schon richtig cool. Steinmann auf Köhlert und der rennt fast ins Aus. Ich habe jetzt auch Standardschützen eingestellt, alle Einwerfer eingestellt. Aaron Hunt, Steinmann, das könnte tatsächlich was geben. Da Costa dürfte Eckball geben. Auch da alles schön eingestellt, aber er schießt den Ball trotzdem lang. Tja, Köhler, du hast es irgendwie nicht drauf, habe ich das Gefühl. So taktische Anweisung ist irgendwie nicht so deins. Kann das sein, du hohles Fritte? Gut dazwischen gegangen, aber dann schießt er den Ball einfach nach vorne. Das hasse ich so an diesem Spiel. Ich hasse es einfach. Kein Wunder, dass wir so wenig Ballbesitz haben, ey. Vielleicht mache ich mir doch noch mal in Ruhe Gedanken, je nachdem, wie das Spiel heute ausgeht, über einen Ballbesitz-Taktik. Danke, Pollersbeck, du hältst ja mal einen Ball fest. Ich bin begeistert. So, Bielefeld hat nicht ganz so durchrotiert. Und schon wieder eine gelbe Karte. Es ist echt von Aufnahmesession zu Aufnahmesession abhängig. Das ist so zum Kotzen. Meine Güte, nervt das mit den gelben Karten, ey. Und so eine Mannschaft, die total aggressiv spielt, wie letzte Woche, Sandhausen, die sieht nicht eine gelbe Karte, ey. Und wir für jeden popligen Scheiß. Bielefeld schon wieder deutlich mehr Ballbesitz. Auch da wieder Grätsche ohne Verluste. Einfach da nochmal schön umgesetzt. Sarah Rehmbar See ab. 1-0, danke. Habt ihr von eurer aggressiven Spielweise, ihr Ficker. Sararen Bavé, das ewige Talent da, ohne Rücksicht auf Verluste, ey. Scheinbar alles faire Grätschen, aber trotzdem, es kann manchmal, by the way, schön platzierter Kopfball, richtig brutal aussehen, diese ganzen Grätschen. Und davon immer mehrere in einer Reihe, das ist halt ein bisschen nervig. Oh! Steinmann wieder an die Latte. Natürlich treffen wir pro Spiel einmal Aluminium. Wie soll es auch anders sein? Der Torwart hat gar nicht reagiert, ne? Also hier steht es auch Aluminium. Der konnte da gar nicht reagieren. Ich sage trotzdem nochmal, wir müssen kreativer werden. Keine Lust, dass die uns wieder herspielen. Wie ballsicher die Gegner alle sind, das ist echt faszinierend, ne? Und wir schaffen es nicht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Was soll ich sagen, ne? Benjamin hat so ein bisschen Konditionsprobleme. Sieht zwar immer noch besser aus als der ganze Bielefelder Kader, aber macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Ich mag das nicht so extrem runterzugehen. Winzheimer noch gar nicht in der Partie. Steinmann, da Costa. Es gibt noch mal Ecke, wenn wir uns beeilen.
Hätten wir uns aber auch sparen können. Kiel führt. Ja, läuft gut, aber ich weiß, ihr könnt noch besser spielen. Mit der Abwehrarbeit bin ich trotzdem zufrieden. Mittelfeld und Sturm geht aber noch mehr. Auch da, mach mal bei uns selber. Ich weiß, ich habe es eingestellt, die sollen nicht so aggressiv grätschen, aber hier und da würde ich mir das auch mal wünschen, ne? Und Christi Jansen bitte nicht so freilassen, das ist ja unfassbar, ey. Der einen brauchbaren Distanzschuss hat, bei dem Gegner einfach mal freilassen, das ist eine super, super Idee. Oh, da war mal eine schöne Grätsche von Arp, aber ja, Ball ist schon wieder weg. Da kann ich gar nicht zu Ende sprechen, dann ist der Ball schon wieder weg. Auch da, Pollersbeck kloppt den nur nach vorne, statt einfach hier auf Papadopoulos zu spielen. Ist das so schwer, ey? Der hat doch die Anweisung, kurz zu spielen. Ich verstehe es nicht. Dass die wissentlich und absichtlich die taktischen Anweisungen einfach ignorieren. Bielefeld wird stärker, von uns kommt gar nichts mehr und dann wieder so ein popliges Gegentor. Ey, ich klopp meine Maus bei diesem Scheißspiel noch kaputt. Das kann's doch nicht sein, ey. Was ist denn los mit diesem Dreckskackverein, ey? Pollersbeck, totale Nullorientierung. Da in der Mitte segeln wir auch noch am Ball vorbei. Haben die gar keinen Bock mehr irgendwie zu gewinnen. Dreifachwechsel, ich bin frustriert, ey. Benjamin muss doch durchspielen. Ito verliert den Ball, ey. Das ist doch alles nicht wahr. Ich hasse diesen Kerl. Sonst spielt der so geil. Wieso ist der in meiner Karriere hier so kacke? Jedes Mal, wenn ich den Offscreen hab, zerbombt der alles, ey. Es ist doch nicht euer Ernst. Kommt nichts mehr erst. Der kriegt zwei Spieler von mir um. Zwei Spieler, ist es dein Ernst? Nicht normal, ey. Wir kriegen schon wieder keine drei Punkte. Was ist denn? Das ist einfach eine Seuche, ey. Ich werde die Taktik ändern. Das geht mir echt so auf den Zwirbel, ey. Boah, die schießt sich gegenseitig ab, ey. Flank doch, Mann, worauf wartest du, du dumm Sau, ey. Ich werd hier total bekloppt. Da in der Unsituation flankt der mit links darum, statt dass der da Costa, der es kann, mit rechts dahin flankt. Das ist doch alles nicht zum Aushalten, ey. Es liegt hier gar nicht an der Taktik, es liegt einfach nur daran, dass die Spieler zu doof sind. Boah, bin ich wieder bedient, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich hab die Schnauze voll.
Kann man hier eine fucking Krisensitzung machen? Es geht mir alles so gegen den Zwirn. Ich hab das Schnauze voll, ey. So, ich werde dann offscreen noch so ein bisschen glückliches Unentschieden für Hamburg, willst du mich verarschen, noch ein bisschen an der Taktik feilen, beziehungsweise mir eine neue, Taktik ausdenken. Naja, war es auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gerne Kommentare schreiben, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Ansonsten alles weitere in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Part. Ciao. Yeah, yeah. Yeah.